Sport ist ein Integrationsmotor. Sport verbindet, Sport spricht alle Sprachen. Genau deshalb hat der Landessportbund das Projekt Sportbund Vereine Leben Vielfalt gegründet. Seit 2017 bilden wir in diesem Projekt auch Menschen mit Fluchterfahrung aus. In den letzten 4 Jahren haben insgesamt 120 Übungsleiterinnen und Übungsleiter eine neue Heimat, nicht nur in Berlin, sondern dank einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung auch in einem Berliner Sportverein gefunden. Said ist einer von ihnen und ich beglückwünsche ihn herzlich zu seiner bestandenen C-Ausbildung. Hi, ich bin Said. Ich freue mich sehr, dass ich heute mein C-Lizenz-Übungsleiter-Zertifikat bekomme. Damit werde ich auf jeden Fall den nächsten Schritt machen und mein B-Lizenz-Zertifikat machen. Aber ich studiere Sozialarbeit und daneben arbeite ich auch mit Kindern und Jugendlichen. Da ist sehr wichtig, dass man Vertrauen zu Kindern aufbaut und dass man auch Kindern bespaßt. Ich glaube, damit und mit diesen Kenntnissen kann ich da auch besseren Zugang zu Kindern und Jugendlichen bekommen. Und am Ende, die werden sich auch sehr freuen, dass sie sich in deren Körpern wohlfühlen. Im Jahr 2020 gab es erstmals einen Lehrgang zum Erwerb der Trainer B-Lizenz, da der LSB allen Absolventinnen und Absolventen eine langfristige Perspektive bieten möchte. 19 Teilnehmende haben die Prüfung bestanden und können nun im Präventionsbereich Kurse anleiten. Ramin ist einer von ihnen. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin Ramin. Ich freue mich total, dass ich heute meine B-Lizenz bekommen habe. Bisher habe ich die Kinder und Jugendliche als Trainer beim Taekwondo unterrichtet. Mittlerweile mache ich eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Da hilft mir die B-Lizenz, um den Menschen zu helfen, die Fehlbelastung oder gesundheitliche Probleme haben. Sport war für viele in ihrem Heimatland keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freue ich mich, dass auch Frauen die Ausbildung mit Bravour gemeistert haben. Sie geben ihr erworbenes Wissen selbstbewusst an andere weiter, sind ihnen ein Vorbild und ermuntern sie, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Ich gratuliere auch Salam herzlich zu ihrer bestandenen B-Lizenz. Ich bin Salam, ich bin Yoga-Lehrerin für Kinder. Ich freue mich heute riesig, dass ich mein B-Lizenz-Zertifikat bekommen. Und ich finde, der Sport hat mir hier in Deutschland viele Tore geöffnet und insbesondere, dass ich einfach mit meinem Studium Sozialarbeit und Sport angefangen habe. Mit B-Lizenz möchte ich gerne Menschen mit Beeinträchtigung, Unterstützung und vor allem Kinder mit geistiger Behinderung, die mir im Herzen liegen. Und ich hoffe, dass ich dabei richtig helfen kann.